Hi, willkommen bei Andreas Outdoor. Ja, in diesem Video geht es hier um diese Tasche. Das ist im Prinzip meine Wald-EDC-Tasche. Sprich, da habe ich so alles Nötige drin, was ich im Wald brauche. Ich weiß nicht genau, ich habe sie schon mal vorgestellt, aber ich habe da ein paar Erneuerungen gemacht, weil solche Taschen, die leben ja von mir aus gesehen. Da kommen zwischendurch Sachen wieder raus, wo man sagt, die habe ich jetzt wirklich nie gebraucht. Und da kommen Sachen rein, wo man sagt, das wäre jetzt vielleicht noch was Kluges oder hätte ich gebraucht. Ja, und so hat sich jetzt hier wieder mal ein Wurf ergeben, den ich euch gerne zeigen möchte. Vielleicht ist jetzt der eine oder andere da, der das nicht so interessiert, aber ich finde das so spannend und ich habe auch schon gute Tipps bekommen oder bekommen konnte so gute Tipps mitnehmen, was man so alles in eine Tasche packen kann, was da hier noch Sinn macht. Das ist von der Größe, Gewicht, also sorry, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich kann ja das kurz zu Hause noch nachmessen und einblenden, damit man ungefähr weiß, was das für ein, also die Größe ist fast gegeben, diese Pouch kennt man, das Gewicht kann ich dann noch einblenden, wie schwer diese Tasche ist. Hat einen 2-Wege-Reißverschluss, hat vordran eine Fläche, um Klett aufzunehmen, mit Lasermolle und hinten auch noch Molle, um das zum Beispiel an einen Rucksack außen zu befestigen oder am Gurt zu befestigen. Aber ich benutze das eigentlich nur im Rucksack, kommt einfach mit rein, diese Tasche. Das zur Tasche ist absolut ein No-Name-Produkt, war auch nicht so teuer, aber sie hält. Inhalt. Was kommt hier rein? Da habe ich mir so Gedanken gemacht, ich will jetzt da nicht eine super Überlebenstasche, sondern ich will auch zweckmäßige Sachen, die ich auch brauche oder brauchen kann. Und das besteht natürlich ganz klar aus einem Feuerzeug. Das ist von mir aus gesehen sehr einfach und man kann damit gut Feuer machen. Anbei die kleine Pfeife, habe ich schon mal vorgestellt, mit Kompass, der zum Erstaunen recht gut funktioniert. Und hinten noch so ein kleiner Thermometer. Nice to have, hier ist jetzt nicht die Hauptidee. Und zusätzlich hat es hier noch so eine Lupe, wenn man sie nach vorne nehmen kann. Aber wie gesagt, ich habe das schon mal vorgestellt. Ja, noch eine Lupe. Besser als nichts. Von dem her ist das da hier noch drin. Ja, hier habe ich dann eine Schachtel. Ich wollte die zuerst noch in einer anderen Farbe machen, aber ich lasse das im Moment so. Wenn ich Zeit habe, werde ich die mal umgestalten. Den Inhalt schauen wir später an. Dann hat es eine Kopflampe, habe ich drin. Die vom Petzl, die habe ich von Anfang an drin. Und die werde ich auch drin behalten. Und ich habe die Version, wo man da mit Akku benutzen kann oder mit AAA-Batterien, wo man sozusagen überall kriegt. Den obligaten Feuerstahl ist halt auch noch mit dabei. Einfach, dass man ihn hat und noch eine zweite Möglichkeit, um Feuer zu machen. Das gut bewährte Blasrohr, also das ist toll, das habe ich schon 2-3 Mal benutzt, im Zusammenhang mit der Buschbox, wo ich da ein bisschen schlechtes Holz hatte, konnte ich das wirklich sehr, sehr gut anfeuern. Ja, dann einfach nackig ein Papiertaschentuch drin. Einmal habe ich da so Einweghandschuhe drin. Und einmal so ein kleiner Plastikbeutel, ist jetzt so ein Robidoc, aber das ist gut, wenn man den Abfallbeutel vergessen hat oder wenn man irgendwas findet, was man vom Wald mit rausnehmen möchte. Und dann natürlich die gute, alte, brünierte Schaufel habe ich dabei.
um irgendeine Feuerstelle auszuheben, sauber zu machen. Das ist nicht für ein ganzes Lager zu bauen, das wäre dann zu groß. Dann habe ich noch ein Victorinox Messer drin, so ein Standard, das ist nicht viel, hat einfach die üblichen Verdächtigen, Klinge, Kapselheber, Dosenöffner, Aale, Zapfenzieher, Pinzette, Pinzette ist natürlich noch clever, finde ich noch gut, sowas dabei zu haben. Ja, dann wäre es schon fast, ich habe hier zusätzlich jetzt noch zwei Sachen drin. Ja, das ist, müsste man noch wegnehmen, da dieser Kleber. Das stimmt absolut nicht mehr da. Sonst gebe ich da eine Fehlinformation durch. So. Und hier noch einen Verband. Und dann ist diese Tasche hier auch schon leer. Übrigens von Miltec ist sie, ja. Ist diese Tasche auch schon leer. Und das ist so der ganze Inhalt. Jetzt gibt es noch zwei wichtige Sachen hier zu sagen. Das eine ist, da, einmal ein Verbandpäckchen und hier drin sind Pflaster drin. Und warum habe ich das so? Das hat ganz einen einfachen Grund. Ja, Schande über mich. Ich war im Wald, also hier war ich übrigens genau, und dann hatte ich mich verletzt. Ja, es war so, nicht schlimm. Ich hatte einen Stock gebrochen, keine Handschuhe an, darum trage ich immer Handschuhe. Und dann habe ich mir da irgendwo beim Finger, habe ich mich da geschnitten mit einem Ast, der da nicht sauber abgeschnitten war, habe ich mich da leicht verletzt, es hat geblutet und ich hatte nichts dabei. Hatte da ein bisschen improvisiert mit Gummi und noch Taschentücher hatte ich noch irgendwo knapp. Habe ich da ein bisschen improvisiert. Ist gegangen, absolut perfekt. Aber deshalb gesagt, ja, Erste-Hilfe-Set muss mit, aber muss jeder abschätzen, sicher besser eins zu haben und nicht zu brauchen, als eins zu brauchen und nicht zu haben. Aber ich finde mal, die Verletzungen, die ich erfahrungsweise, es kann immer schlimmer passieren, das ist so. Aber die Verletzung, die ich gemacht habe, erfahrungsweise, reicht eigentlich ein Pflaster. Also mehr brauchte ich noch nie. Da habe ich mich vielleicht kurz in den Finger geschnitten. Und wenn ich mich da wirklich ganz, ganz schwer verletze, wird es heikel. Und da muss ich sagen, ist halt der Notruf oder irgendwo rauszugehen, wenn man noch kann, ist sicher die bessere Variante. Aber deshalb habe ich trotzdem noch einen Verband da. Vielleicht, wenn man noch jemanden antrifft, der sich wirklich verletzt hat in eine Arterie oder so, versuchen, kann man da mit diesem Verband da noch etwas abzubinden. Alles sehr laienhaft jetzt erklärt, ich bin da weder Samariter noch Profi, also von dem her, ja. Deshalb habe ich mich entschieden, ich werde hier jetzt die Pflaster und so einen kleinen Verband mit einpacken, dann habe ich den immer garantiert dabei. Zu guter Letzt kommen wir noch zu diesem Teil, da nehme ich euch ein bisschen näher ran. Ich muss das wegnehmen, das raschelt sonst immer. So, ja, hier habe ich im Prinzip, das ist ein verschnittener Fahrradschlauch. Der ist praktisch, weil die sind wirklich stabil und halten die Dose auch noch gut zusammen. Also werde ich jetzt hier noch einmal ein kleines EDC erwartet. Der liegt falsch. Hier ist nichts anderes drin als einfach nur diverser Zunder. Und zwar bestehend aus Wattepausch, aus den Zunderfüchsen da und etwas feinen Kienspan, den ich da mitgenommen habe. Das ist im Prinzip schon der ganze Zauber. Mehr ist hier nicht drin. Aber aus Erfahrung habe ich gemerkt, dass das im Prinzip für mich eine gute Variante ist, da habe ich schnell Feuer und ja, ich probiere zwischendurch mit anderen Materialien Feuer zu machen, aber im Winter oder bei nassem Wetter ist das noch relativ schwierig und da bin ich froh, kann ich so auf ein kleines Set zugreifen. Was ich noch machen wollte, ist eine kleine Schnur mitnehmen,
Vielleicht mache ich das noch, binde ich die draußen hier rum, weil drin ist es jetzt sehr knapp. Ich muss da schon wirklich fast mit System packen, das Ganze. Und demher hat da nicht viel Platz. Wie gesagt, da kann man jetzt drüber streiten, was will man mitnehmen, was will man nicht mitnehmen. Aber ich finde es schön, wenn man so ein bisschen Ideen sammeln kann oder seine Ideen zeigen kann, was man da so mitnimmt. Und wie gesagt, hier ist eigentlich für meine Zwecke, die ich mache, das kommt immer darauf ab, was du im Wald natürlich auch machen willst, aber ist das eine gute Alternative? Hier decke ich recht viel ab vom, wie gesagt, Feuer über Erste Hilfe, kann man etwas graben, ja, hast einen Müllbeutel dabei, also deckst recht viele Sachen ab, ein kleines Nähzeug, ganz ein mini Nähzeug, wäre vielleicht noch eine Idee für irgendwo einen Knopf anzunähen, weil das ist vielleicht noch ärgerlich, wenn der Knopf an einem Ort fehlt. Aber habe ich jetzt auch noch nie gebraucht. Vielleicht mache ich es noch, mache mir Gedanken darüber. Gut, will nicht mehr länger werden, kurzes Video. Wenn es gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, Kommentar da lassen, freue ich mich immer. Wird immer gelesen, versuche auch zu antworten, aber ein Herz kriegt jeder, fast jeder, nein jeder. Gut, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.